So, also die Gea auf der Strecke unterwegs. Und wenn Sie sich so ein wenig wundern über das Missverhältnis, was die Zahlen angeht, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass sich der eine oder andere U18-Athlet im Feld der U20er versteckt. Also die sieben jungen Herren auf der Gegengeraden, das ist das Feld der männlichen Jugend U20 über 10.000 Meter. Und da sind unter anderem auch zwei Athleten mit dabei, die der U18 angehören, dem Jahrgang 2000. Das ist zum einen der U18-WM-Teilnehmer in diesem Jahr, Jan Strapka vom Erfurter LAC. Und der dritte der Straßenmeisterschaft über 10 Kilometer, Otto Jungnatz vom Erfurter LAC. Diese beiden U18er, die sich heute früh für die lange Strecke, die 10.000 Meter, entschieden haben und deshalb hochstarten in der U20. Die beiden U18-Athleten, die in die 5000 Meter gehen, hier im Donaustadion, im blauen Trikot von den hallischen Leichtathletenfreunden Johannes Petzl. Das ist der Führer der deutschen Jahresbestliste U18. Athleten vom SC Potsdam, Jakob Johannes Schmidt.
10.25 Uhr am Freitagmorgen. Wir begrüßen Sie bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in diesem Jahr hier im Ulmer Donaustadion. Und wir sind pünktlich da zur ersten Medaillenentscheidung, die wir gerade dort unten auf der Rundbahn sehen. Hier im Bild, da haben wir Johannes Frenzel von den Hallischen Leichtathletikfreunden. Das ist derjenige, der sich hier die erste Goldmedaille an diesem Leichtathletikwochenende in Ulm sichert. Wir sind unterwegs beim 5000 Meter Bahngehen der männlichen Jugend U18 und da sehen wir Johannes Frenzel jetzt groß im Bild hier im blauen Trikot auf der Zielgeraden. 5000 Meter Bahngehen, männliche Jugend U18 gemeinsam mit den U20ern gestartet. Die sind allerdings auf der doppelten Distanz unterwegs. Dementsprechend ist Johannes Frenzel der erste Titelträger, den wir jetzt gleich im Ziel dort unten haben. Wir schauen dann auch runter auf die Uhr. 23 Minuten 33:40, das ist die Siegerzeit von Johannes Frenzel und Silber geht hier an Jakob Johann Schmidt vom SC Potsdam, auch der gerade ins Ziel gegangen, dort unten im roten Trikot, das sind die beiden Athleten, die unterwegs waren hier beim 5000 Meter Bahngehen mit dem deutschen Meister Johannes Frenzel und dem Vizemeister Jakob Johann Schmidt. Ja, die beiden, beziehungsweise Johannes Frenzel, werden wir dann gleich auch noch mal näher kennenlernen, und zwar im Interview, das wir dann unten haben.